Heute lade ich euch ein zu Callcenter Kraschers Schnipselparty. Alles recht kurze Anrufe, für die sich ein eigenes Video zeitlich nicht lohnen würde, da sie zu kurz wären. Manchmal sind auch meine Kollegen zu hören. Vielen Dank auch an Charloxe, die einmal meine Ehefrau spielte. Viel Spaß also mit meiner Schnipselparty. Nach dem Intro geht's los. Ja, hallo? Hallo, grüßi. Grüßi auch. Wie geht's Ihnen? Gut, wer ist denn da? Es ist Julian am Apparat, Julian Krieger. Aha. Hab ich da Rutemüller. Rutemüller, ja, ist richtig. Super, schön Sie zu erreichen, Herr Rutemüller. Ich möchte mit dir... Mit dir? Wir sind doch nicht per Du. Mit Ihnen. Ja? Mit Ihnen. Falsch gesagt, ich entschuldige mich. Ja. Also mit Ihnen kurz ein Gespräch führen. Wie sieht aus bei Ihnen? Haben Sie kurz Zeit? Ich habe kurz Zeit, ja. Wunderbar. Also, ich sehe mein System, Sie haben schon mal Interesse gezeigt in der Richtung Online-Investitionen betreffend Kryptowährung. Ist das richtig? Ja, nicht nur Kryptowährung, auch andere Sachen. Allgemein, allgemein. Richtig. Über Online-Investitionen. Also, ich möchte Ihnen gern einen Handelsroboter vorstellen. Vielleicht sagt Ihnen etwas Arbitrage? Ja, sagt mir etwas. Aber wo haben Sie das gesehen? Wie gesehen? Also, ich habe ein System hier, wo leiten verschiedene Kunden bei mir und ich wähle die Nummer und rufe die Kunden und etwas zu anbieten. Eine Beratung zu machen. Ja, und wo haben Sie das ganz gesehen? Wo hat das System eine Nummer her? Weil Sie haben in eine Werbung von uns dort geklickt und Ihre Daten getragen. Ach, eine Werbung von Ihnen? Werbung. Ja, welche Werbung von war das? Unternehmen. Ganz einfach, betreffend war Online-Investitionen. Also eine Werbungskampagne von uns. Ja. Guten Tag. Also verschiedene Werbung verteilen wir einmal oder zweimal am Monat, ja, wo sind wir auf der Suche, neue Kunden zu finden. Und Sie haben dort geklickt, Ihr Datum getragen und Sie sind bei mir gelandet. Ja, gut. Und welche Werbung war das noch genau? Also ein Video, wo können Sie etwas investieren und Ende des Monats Gewinne zu erwirtschaften. Ja, welches Video war denn das? Wir verteilen verschiedene Videos. Ich weiß ganz genau nicht. Deswegen frage ich Ihnen, steht Ihr Interesse? Sie müssen doch sehen, wo ich dann geklickt habe, wenn das Ihre Werbung ist. Natürlich ist unsere Werbung, also wie schon gesagt haben, wir verteilen verschiedene Werbung. Das ist nicht nur eine Werbung, ja, die gleiche, jede Zeit. Also verschiedene Werbung, weil im Endeffekt wir anbieten hier verschiedene Möglichkeiten. Wie schon gesagt haben, wir haben verschiedene Möglichkeiten bei uns. Manuelle Trading, automatisches System und ihr habt automatische Handelsroboter über Arbitrage handeln. Ja, und welches ist dann Ihre Plattform? Welcher Plattform ist? Ja, genau, das interessiert mich. Gemeint? Ja, welches Ihre Webseite ist? Also, wo steht Ihr Interesse? Das ist die nächste Frage. Nein, die Frage ist, welches Ihre Plattform ist. Wir anbieten verschiedene Plattformen, nicht nur eine. Ja, welche deswegen denn? Deswegen frage ich Ihnen, wo steht Ihr Interesse und ich empfehle die Plattform. Erstmal möchte ich wissen, auf welcher Plattform ich da offensichtlich jetzt gelandet bin. Sie können ja nicht mehrere Plattformen betreiben. Ihre Plattform, Ihre Handelsplattform oder wie immer das heißt. Oder haben Sie mehrere? Wie schon gesagt, wir haben mehrere Plattformen. Ja, welche haben Sie? Ich habe nicht persönlich eine Plattform. Ja, Ihre Firma. Also,
Unser Firma, wie schon gesagt haben, bieten wir verschiedene Möglichkeiten. Also meine Frage ist an Ihnen. Ja, Sie haben aber meine, Sie haben meine Frage immer noch nicht beantwortet. Okay. Welches ist denn Ihre Firma? Guten Tag. Frau Siegelbrecher, schönen guten Tag. Ich heiße Martin Schulz. Ich bin der Account Manager der Handelsplattform Bitcoin Profit. Ich sehe, dass Sie eine Anmeldung auf unserem Handelsplattform hinterlassen haben und sofort mit meiner Kollegin kommunizieren haben, aber jetzt Ihre Handelskonto schon noch nicht aktiv. Was das Problem war? Ihr Name war Schulz, ja? Martin Schulz, mein Hallo, Name. Okay, hallo Herr Schulz. Auf wen läuft denn die Anmeldung, auf welchen Namen? Auf welcher Plattform, haben Sie gefragt? Nee, auf welchen Namen, auf welchen Namen die Anmeldung läuft? Ah, Maximilian. Ach so, ja, nee. Entschuldigung. Ja, kein Thema, Herr Schulz. Wissen Sie, wo ist Maximilian? Ja, natürlich weiß ich, wo mein Mann ist. Wäre ja schlimm, wenn ich nicht wüsste, wo mein Mann ist. Also, komm ich schon ein bisschen, ja. Genau. Nee, ich ruf meinen Mann mal eben, ja? Kleinen Moment bitte. Ja, genau. Danke. Maxi, komm, ich bin mit dem Telefon. Ja, warte. Herr Siegelbrecher, schönen guten Tag. Hallo, wer ist da bitte? Herr Siegelbrecher, ja. Schönen guten Tag. Ich heiße Martin Schulz. Ich bin Martin Schulz. Ich bin der Account Manager des Handelsplattform Bitcoin Profit. Ich weiß, dass Sie ein Nebeneinkommen gesucht haben. War das jetzt eine Frage, oder? Ich sehe, dass Sie eine Anmeldung auf unserer Plattform hinterlassen haben und sofort mit meinen Kollegen kommuniziert haben, aber jetzt Ihre Handelskonto schon noch nicht aktiv. Was das Problem war? Ja, haben Sie Erfahrung vielleicht? Ich habe ein bisschen Erfahrung, aber ich habe auf Ihrer Plattform irgendwie keine Informationen gefunden. Ich erzähle Ihren Kurs, wie alles bei uns funktioniert. In unserer Plattform Bitcoin Profit können Sie mit Währungen, Kryptowährungen, Rohstoffen und Aktien und Alleinen handeln. Wir bieten eine automatisierte Software. Das bedeutet, dass ein Roboter wird für Sie die Handel öffnen und schließen. Sie werden laut modernsten mathematischen Algorithmen. Sie werden nur die Prozesse beobachten und den Kontostand kontrollieren. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen, dann können Sie genau mit unserem Finanzberater individuell informieren lassen. Die Finanzexperte ist eine Person, hat so viele Erfahrung in diesem Gebiet. Ja, sie immer sehr die Charts und weiß, wo und wann kaufen muss. Wenn Sie keine Erfahrung haben, bieten wir auch eine Probezeit. Pro 2 Wochen Sie können arbeiten mit unserem Roboter und mit unserem Finanzberater. Und wenn Sie erste Gewinn bekommen, da können Sie probieren noch einmal. Wenn Sie keine Lust mit diesem haben pro 2 Wochen, da können Sie eine Anmeldung von Widerruf in Ihre Profil machen. Ja, es ist kurz. Wenn Sie Fragen haben, da können Sie fragen. Ja, ich in erster Linie, Sie sagten der Finanzexperte. Welche Ausbildung hat denn dieser Finanzexperte? Das ist eine Person, er hat gearbeitet im Deutsche Bank, hat pro 5 Jahre Erfahrung in diesem Gebiet. Und welche Ausbildung hatte der? Einmal bitte. Was einmal? Welches Ausbildung? Richtig. Er könnte ja bei der Deutschen Bank auch als Hausmeister gearbeitet haben. Deswegen möchte ich gerne wissen, welche Ausbildung der hatte als Finanzexperte. Ja, genau. Das wird ein guter Wissenschaftler, ja, in diesem Gebiet. Ein Wissenschaftler? Wissenschaftler, ja. Was macht denn ein Wissenschaftler in der Bank? Haben Sie ein Banklabor?
Nein. So, ich kann, wenn Sie warten ein paar Minuten auf der Linie, ich kann Ihre kontaktieren und Sie kann ein bisschen sprechen mit dieser Person. Ja gut, dann machen wir das. Herr Siegelbrecher, Entschuldigung, unser Fachrichter, unser Finanzberater jetzt kann nicht kommen. Können wir am nächsten Rufe diese... Bitte was? Können wir am nächsten Rufe diese, diese Thema... Ich verstehe Sie gerade nicht. Am nächsten Rufe? Was heißt am nächsten Rufe? Können wir im E-Mail wiedergehen? Bitte? Ich kann schicke auf Ihre E-Mail eine Information. Ja, ich habe ja noch andere Fragen. Welche Fragen haben Sie? Wo sitzen Sie denn? Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Wie bitte einmal? Ich glaube, Ihr Telefon ist kaputt. Schlagartig war nichts mehr zu hören. Jetzt ist es schon wieder kaputt. Was ist kaputt? Ihr Telefon. Schlagartig ist nichts mehr zu hören. Jetzt hört man wieder den Radau im Hintergrund. Ja, einverstanden. Haben Sie schon die Banküberweisung vorgenommen? Wer ist denn da jetzt? Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Sie haben uns registriert. Ja, hallo. Ja, und wer ist da? Kollege hatte schon bereits mit Ihnen gesprochen. Weiß ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind und wer der Kollege ist. Ja, ganz genau. Das hatten wir ja jetzt schon das ganze Thema. Das ist ja jetzt wieder was Neues für den YouTube-Kanal, deswegen, ne? Ja, schön. Dann haben wir ja wieder neue Betrüger. Haben wir wieder neue Betrüger, du kleiner... Ja, Achtel, na, du. Komm, beleidige mich ein bisschen. Mach dich ein bisschen lächerlich. Ja, warte. Hier, du Hurensohn. Ha, schön. Hurensohn. Mhm. Ja. Da kannst du ja den YouTube-Kanal füllen. Wir sind alle Fans von dir. Ja, schön. Dann sag mir mal, wie heißt denn mein YouTube-Kanal? Abzocke Callcenter. Ah ja. Mhm. Komisch. Wir folgen dir sogar. Und ganz ehrlich, die meisten Follower sind wir. Ja, natürlich. Voll lustig. Klar, logisch. Natürlich. Die meisten von, ja? 6.000 seid ihr. Mhm, klar, logisch. Genau. du merkst gar nicht, wie lächerlich du dich machst. Du weißt ja gar nicht, wie viele wir sind. Ja, natürlich, klar. Und na? Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Na, hast du sonst noch was zu sagen am Feiertag, Langeweile oder was? Nee, nein. Solange ihr... Einsam, ey, weißt du was, du wirst mal richtig gefickt. Einsam! Ey, du wirst mal richtig... Ah, ja, du komm, mal richtig, beleidige mich. Ey. Beleidige nein, du mich, mach dich mal weiter richtig, lächerlich. Komm, mach weiter. Ey, lass mich doch mal komm, aussprechen, doch du wirst mal richtig, och, richtig doch, gefickt. Komm, ey. Komm, beleidige dein, ey, doch mal mal einer mal richtig dein ja, Konto komm, gefickt. Ja, genau, deswegen gib's machst du mir so einen Kanal. Gib's mir, richtig, komm, gib's mir. ey, ganz ehrlich, du klingst komm, ja sowieso so schwul, weißt du, ja, ich gib's dir gleich. Ja, komm, gib's mir. Ah, richtig, komm, hol mal richtig aus. Komm, ey, ich los. Will keinen Telefonsex mit dir ja, machen, komm. Ey, du armselige ja, Sau. Ja, beleidige mich mal ordentlich. Komm, du bist kannst ja richtig doch mehr, einsam. Du kannst doch mehr. Ja, aber weißt du, warum du so einen YouTube-Kanal hast? Weil du mehr. Du einsamer Jockel, wirst mal richtig gefickt. Ich nein, man hab hat euch mal, sowas von ey, aus. Ey, hat man bestimmt mal ein paar ich hundert Euro weggenommen, jetzt heult du rum. Ihr merkt gar nicht, wie dumm ihr seid, wie lächerlich ihr seid. Ey, muss man zu viel Langeweile haben, um so einen YouTube-Kanal ja, zu machen, natürlich, ey. Natürlich. Komm, ey, hast du keine anderen Hobbys komm, oder was? Wirf doch mal nicht ein bisschen verschwingte Schimpfwörter raus. Komm, das sind, mach mal ein bisschen. Das sind ja noch nicht beleidige mal Beleidigungen. Noch du wirst mal richtig gefickt, ist bei uns ja, Umgangssprache. Natürlich, klar. Dein ja. Konto wird mal richtig gefickt, deswegen hast du Langeweile. Ah, na? Ja. Und musst klar. Du so einen YouTube-Kanal machen. Von wem wurde, ganz ehrlich, von wem du bist wurde einsam. Mein Konto gefickt? Hm? Du bist einsam und du wirst mal richtig gefickt, ja, ja, du Armer. Ja, weißt du, wenn bei euch Umgangssprache ist, ne, dann könnt ihr ja nicht sonderlich gebildet sein. Ist schon traurig. Ja, wir sind sehr gebildet. Ja, natürlich. Eingebildet, stimmt. Eingebildet seid ihr. Ja. Eingebildet sowieso, ja. Ja, wir können's auch, ey, weißt du warum? Weil wir können es leisten. Da müssen sie selber lachen, dass sie sich was leisten können. Ey, du machst, ganz ehrlich, du machst ja so einen YouTube-Kanal nicht umsonst, ne? Nee, natürlich nicht. Das mache ich wegen euch, weil es Spaß macht, euch zu nerven. Ah,
So seht ihr das. Aber egal, ich glaube, ihr wollt mal beide richtig gefickt, deswegen macht ihr sowas. Das ist erstklassige Unterhaltung. Wer sagt dir, dass wir nur zu zweit sind? Ja, und wir sind hier zu 20. Ja, ja, natürlich. Ach, das muss dir auch noch jemand vorsagen. So, nee, aber wir sind ja auch sehr viele. So viel Intelligenz hat er nicht. Nee, du, das kannst du nicht. Ja, aber wir sind, so, auf jeden Fall sind wir so intelligent. Ja, ja, ihr seid so intelligent. So, und hast du jetzt noch, möchtest du den YouTube-Zuschauern noch was sagen? Die hören live mit. Was ich den YouTube-Zuschauern noch sagen möchte, ist... Ja, das ist ja schon viel, dass du so schön sagen kannst. Gar ja. nichts. Da muss er schon überlegen für ein Wort wie gar nichts. Wie viele Zuschauer sind denn gerade online? Wollen wir mal schauen? Ja, genau. Schau mal. Schauen wir mal. Wie viele denn? Ja, du wolltest doch schauen. Online. Du wolltest doch schauen. Dann schau doch mal. Noch nicht mal das kann er. Aber dass ihr so lange Weile habt am Feiertag, ich krieg wenigstens doppelt bezahlt. Ja, natürlich, klar. Und dass du so viel Zeit hast, uns anzurufen, dass du so viel Zeit hast, uns jetzt anzurufen, das kommt einfach nur daher, dass du keine Anrufe kriegst, dass du keine Anrufe machen kannst. Nee, weil ich krieg auch keine Anrufe rein, weil ich rufe die Leute an, du Jocke. Ey, sag mal, wie lange machst du das denn schon? Du musst doch wissen, dass wir die Kunden anrufen. Wir arbeiten im Outbau und nicht im Inbau, du Vogel. Ich kenn dich ja gar nicht aus. Ey, du betreibst da so ein Abzock-Callcenter, YouTube-Abzocke, und weißt noch nicht mal, dass wir... Natürlich betreibe ich ein Abzock-Callcenter. Und du weißt noch nicht mal, dass wir die Leute anrufen, du Jocke. Ah, du Jockel. Du bist ja richtig dumm. Ja. Wie lange hast du für dieses Geh mal arbeiten. Wort jetzt Geh mal arbeiten, du Fotze. Ja, komm. Ist vorbei. Hallo? Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich heiße Stefan Matsuzi, haben Ihre Kontaktdaten in unsere Seite abgegeben. Das ist oilprofit.de. Deswegen ich rufe Sie. Ja. So, haben Sie Interesse in Rohstoffmarkt investieren? Ja, je nachdem. Welche Möglichkeiten habe ich denn noch bei Ihnen? So, wir sind ein Rohstoffmarkt. Sie können investieren in Gold oder in Oil in unserem Markt. Und Gold, das ist, ich glaube, das ist ein besten Weg für. Und haben Sie Erfahrung in Investitionen? Das ist eine wichtigste Frage. Ja, habe ich schon ein wenig, ja. Und das war. Schlechte oder nicht schlechte Erfahrung? Nicht schlechte heißt im Allgemeinen gute Erfahrung. Ja, gut. Und in welchen Bereich haben Sie investiert? Ich habe mal früher mit Aktien gehandelt. Aktien, okay, gut. So, ich glaube, Rohstoffmarkt ist der ideale Variant für Sie. Weil das ist sehr sicher und ich glaube, Sie können in Gold investieren. Möchten Sie in Gold investieren? Ja, erzählen Sie mir doch erstmal ein bisschen was über Ihre Firma. Wenn ich allgemein Rohstoffe investieren kann, ist das ja schon mal gut. Aber das muss ich ja nicht jetzt sofort festlegen, oder? Ja, unsere Firma haben Finanzanalytiker, zum Beispiel, entschuldigen Sie mir bitte, ich glaube, das ist offensichtlich, dass Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Auch hätte ich kaum gemerkt. Wir haben, ja, so, wir haben Spezialisten, Finanzspezialisten aus Deutschland, zum Beispiel Thomas Fleischmann und Sie können eine Strategie, eine spezielle Bildstrategie für Sie zu bauen. Und ja.
So, sie haben auch Bildungsveranstaltungen für neue Kunden. Das ist Lektionen und Konsultationen mit unserer Finanzanalytiker. Ja, und auch wir haben einen Roboter, aber ich glaube, das ist nicht für Sie, weil Sie möchten in Rohstoffmarkt investieren. Ja, das haben Sie mir doch so empfohlen. Sie sind hier, Entschuldigung. Sie haben ja. Entschuldigung? Sie haben ja den Rohstoffmarkt empfohlen. Und mehr haben Sie doch gar nicht zum Anbieten, anzubieten, haben Sie gesagt. So, Entschuldigung, können Sie bitte, die Verbindung ist sehr schlecht. Ja, was wollen Sie denn jetzt wissen? Entschuldigung? Ja, was denn? Ja, über das Rohstoffmarkt, das ist Investitionen in Öl und oder in Gold. Und, aber das muss ich doch glaube, nicht jetzt sofort ist, festlegen, oder? Entschuldigung. Was ist denn? Ich verstehe Sie nicht. Ja, vielleicht sollten Sie dann die Musik ausmachen, dann hören Sie mich vielleicht besser. Ja, aber das ist... so, eine Sekunde bitte. Eine Sekunde, ich hole meinen Kollegen. Also, sind Sie schon am Ende, ja? Okay. Hallo. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Dana. Ich bin Account Manager, ja. Spreche ich mit Rainer, ja? Ja, ist richtig. Mhm, so Rainer. Sie haben gerade mit meinem Herr Kollegen Abfall gesprochen, ja? Und es geht um. Hallo, es heißt Herr Abfall, nicht Rainer. Hallo, ja. Rainer ist mein Vorname. Ja. Ach so, ja. Verzeihung, bitte. So, und es geht um Trading, ja? Und sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Das habe ich Ihrem Kollegen doch gerade schon mal erzählt. Muss ich das jetzt alles wieder neu vorbeten? So, und Sie haben mit mir auch gesprochen, ja? Sie haben mir letztes Mal gesagt, ja, dass Sie kein Interesse haben, ja? Wann haben wir gesprochen? Darf ich fragen, warum? Wann haben wir gesprochen? Wir haben... Moment bitte, Moment. So, das war am Montag. Am Montag kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, ich habe mit denen schon gesprochen, Herr Abfall. Ja, sie haben mir gesagt, kein Interesse. So. Kann darf ich mich fragen, nicht warum? Haben sie schon schlecht. Was? Wie bitte? Wie bitte? Ich habe was gefragt. Sie war nicht zu verstehen. Wiederholen Sie bitte. Vielleicht pusten Sie mal nicht so ins Mikrofon, dann verstehen Sie vielleicht auch ein bisschen was. Und machen Sie die Musik ein bisschen leiser, dann hören Sie vielleicht auch besser. Und wenn Sie dann noch nicht dazwischen reden würden, wäre das perfekt. Wiederholen Sie bitte. Nee, nicht nochmal. Wenn Sie schlechte Ohren haben, dann holen Sie sich ein Hörgerät. Ich habe gute Ohren so und Musik... Ja, genau. Ja, Musik stört und deswegen hörst du nichts. Ja. Doch, ich höre sie. Ja, warum fragst du dauernd wiederholen? Also, Verzeihung bitte, ja, Herr Abfall. Sie haben mit mir letztes Mal gesprochen, ja? Also, ich habe kein Interesse. So, deswegen, wir sprechen gerade wieder. So, haben Sie jetzt Interesse, oder? Was? Nachdem ich immer noch nicht weiß, ob Ihre Firma legal ist, weiß ich das nicht. Arbeitet also, unter dem legal ist, ja? Ja, genau, also. Richtig. Ja.
Ja. So, was brauchen Sie von mir jetzt? Zum Beispiel, Sie können jetzt ein Handelskonto machen, ja. Nee, erstmal möchte ich wissen, Sie können dann mit Finanzanalytiker reden, ja, und dann mit ihm weiterarbeiten, ja, und dann so wichtige Papiere für Sie bekommen Sie auf jeden Fall, ja. So, jetzt die Frage, haben Sie Interesse oder Sie brauchen nur meine Zeit? Das wollte ich Ihnen gerade erzählen, bevor Sie anfangen, so pausenlos zu sammeln. Bevor ich nicht irgendwelche Informationen von Ihnen... Jetzt hören Sie doch erstmal zu. Bevor sich nicht irgendwelche Informationen... Ja. Oh, sagen Sie nicht dauernd ja! Mein Gott, hören Sie doch einfach mal zu! Was irgendwie? Hören Sie einfach mal zu! Reden Sie einfach mal nicht dazwischen und hören Sie einfach mal zu. Ist das verständlich? Sind Sie da, Herr Abfall? Natürlich bin ich da. Ja, was haben Sie gesagt? Nee, das wiederhole ich nicht alles nochmal. Sie hören doch so gut. Sie haben doch keine Hörprobleme. Okay. Ja, genau. So. Möchten Sie ein Handelskonto machen? Das habe ich Ihnen gerade schon mal beantwortet, Sie brauchen die nur Frage. Meine Zeit. Das habe ich Ihnen gerade schon mal beantwortet, die Frage. Herr Abfall, sind Sie hier? Ja, natürlich. Ja, so. Und machen wir ein Handelskonto? Das habe ich Ihnen gerade schon mal beantwortet. Ich habe das nicht gehört. Wiederholen Sie bitte noch mal. Sie haben doch gesagt, Sie hören so gut. Ja, ich höre nicht so gut, dann können Sie mit meinen Kollegen weitersprechen, okay? Ja, von mir aus auch die. Ja? Wie bitte? Von mir aus auch den. Ja, Sie haben wirklich Hörprobleme. Ja. Wie bitte? Welche Probleme? Wie bitte? Ich habe kein Problem. Wie bitte? Ich habe kein Problem. Können Sie es wiederholen? Ich habe Probleme, ja. Können Sie es nochmal wiederholen? Ich verstehe Probleme, es nicht. Ich habe Probleme, ja. Wie bitte? Oh, verzeihung bitte. Schönen Abend noch. Dummer Betrüger. Hallo? Ja, bitte. Guten Tag, Anna Brümmer. Ja. Falls mich zu erreichen, Jabonowski ist am Platz. Grüß Gott. Ich bin die Finanzexpertin von der Firma Group DFM. Und ich rufe Sie gerade an auf einem Konto, das Sie schon registriert haben für Trading Online, Onlinehandel. So, haben Sie schon mit dem Profit angefangen? Oder nee, habe ich noch nicht. Welches war Ihre Seite? Bitte? Welches war Ihre Plattform? So, Group TFM bei Wiener Börse in Österreich und Berliner Börse in Deutschland. Ja, können Sie mir das mal buchstabieren? Das habe ich gerade nicht mehr auf dem Plan. So, Gustav, Richard, Otto, Ulrich, Nein, Paula. So schnell nun nicht. Ah. Ich muss ja wohl tippen können. Okay. Group? Ja, Theodor F. Friedrich M. Martha.com. Alles bei klar. Investing.com. So, GroupFM.com. Bitte? GroupFM.com ist Ihre Plattform. Ja, wenn Sie es richtig geschrieben haben. Ja, gut, dann schauen wir doch einfach mal. Aber erzählen Sie erstmal weiter. Okay, so ich habe hier in meinem System bekommen, dass Sie noch nicht Ihren Bonus gespeichert haben. So, ist es Ihrem ersten Mal, dass Sie Trading machen oder haben Sie auch früher Erfahrung gemacht? Nein, ich ist nicht das erste Mal. Nicht das erste Mal. Okay, sind Sie noch aktiv oder haben Sie aufgehört? Nö, ich bin noch aktiv. Okay, machen Sie das selber? Das mache ich selber. Oder arbeiten Sie mit einem Broker? Das mache ich selber. Aber erzählen Sie doch mal erstmal was über Ihre Firma. Bitte? Erzählen Sie doch erstmal etwas über Ihre Firma. Okay. So, wie gesagt, es geht um Trading online, Online-Investitionen allgemein, die Finanzmärkte, Kryptowährungen, Aktien, Indizes, Rohstoffe und Forex. So, unsere Firma bei neuer Kunde bietet eine Probezeit, wo Sie werden das Ganze erstmal testen, ohne Risiko zu übernehmen. Okay? Sie werden immer einen Finanzberater haben. Der wird das ganze Arbeit für Sie machen, so die Positionen öffnen und schließen. Ich weiß nicht, ob Sie mit Kryptowährungen beschäftigt haben oder auch mit Aktien.
Aber bei investi.com können Sie auch die Firmen sehen, die wir eine Partnerschaft haben und auch die wöchentlichen Profite, dass Sie AdWords schaffen können. Okay? So, das machen wir. Erstmal haben Sie eine Probezeit und haben Sie genug Zeit, um das Ganze in Anspruch zu nehmen und genug Zeit, um das Ganze zu testen und auch eine bessere Entscheidung zu treffen. Okay? So, ich möchte die Plattform präsentieren, das Konto auch. Und auch können wir das Konto aktiv stellen und so Sie können auch das Bonus von uns bekommen. Okay? Am 1. werden Sie nur mit dem Bonus arbeiten. Okay? Und dann am Ende der Probezeit werden wir nochmal telefonieren und Sie werden mir dann Bescheid geben, ob Sie das weitermachen möchten oder nicht. Okay? Ja, habe ich verstanden. So, haben, ja. Haben Sie einen Computer so vor sich? So, wir können das kurz zusammen anschauen. Ja, ich habe einen Computer, ja. Okay. Und auf Ihrem Computer haben Sie ein Remote-Hilfeprogramm wie AnyDesk oder TeamViewer? Habe ich natürlich. Ah, okay. So, Moment, ich hoffe. Brauche ich das fürs Trading? Nein. Gut, ich prima. Ich werde nur die richtige. Bitte? Das ist gut, dass ich das nicht fürs Trading brauche. Nein, AnyDesk brauchen Sie nicht für Trading, aber prima. Ich arbeite mit AnyDesk. Ja, können Sie ja gerne machen, aber nicht bei mir. Haben Sie ein Problem mit AnyDesk? Ja. Sie wissen, was für ein Problem? Sie wissen, wie es funktioniert. Wenn Sie mich raus von Ihrem Computer nehmen möchten, können Sie ganz einfach auf Verbindung beenden klicken. Nee, ich mache das einfach so, dass genau. Ich Sie gar nicht aber erst auf... Darf ich bitte ausreden? Darf ich bitte ausreden? Ja, können Sie. Ja, es ist sehr laut bei Ihnen. Also, ich habe kein Problem damit und Sie werden nicht auf meinen Computer kommen. Punkt. Okay. Da sind private Daten drauf. Können Sie das ganze Arbeit alleine richtig machen? Natürlich. So, okay. Wollen Sie mir bitte erstmal was über Ihre Firma erzählen? Sie haben jetzt nur erzählt, wie es funktioniert bei Ihnen. Ich weiß über Ihre Firma gar nichts. Was wollen Sie mehr wissen? So. Gut, okay. Sie sind eine Firma, wo haben Sie Ihren rechtlichen Sitz? Bitte? Vielleicht sollten Sie die Musik ein bisschen leiser machen, da müssen Sie nicht dauernd nachfragen. Ich arbeite gerne mit der Musik. Ja, schon, aber dann macht es doch keinen Sinn, wenn Sie gar nicht hören, was ich sage. Ja, ich höre Sie. Nee, Sie haben ja dauernd wieder nachgefragt. Also hören Sie doch nicht so gut. Wollen Sie die Frage stellen, bitte? Richtig, habe ich ja gerade gemacht, aber Sie haben sie ja nicht gehört. Also, die Frage ist... Wo ist der rechtliche Sitz Ihrer Firma? In Großbritannien. In Großbritannien. Weil Sie sagten Deutschland und Österreich. Also sind Sie in Großbritannien. Okay. Und in Großbritannien, wo sind Sie da reguliert? Sie sind ein Finanzdienstleister. Wo sind Sie reguliert? Bei FCA Register. FCA, wunderschön. Gut, dann prüfen wir das doch mal. Ist doch kein Problem. So, FCA... Sie haben ja dann so, sicher... Wollen Sie über unseren Darf ich bitte Arbeit mal ausreden? Kennen? Nein, bitte, Sie haben genug ausgeredet. Nee, habe ich nicht. Ich habe weitere Fragen. Ich habe weitere Fragen. Also, wollen Sie mir... Nein, wollen Sie nicht. Hallo? Hallo? Christopher? Wie wollen Sie sprechen, bitte? Mit Christopher. Kennen wir uns, dass Sie mich mit dem Vornamen nennen? Nein, Sie kennen mich nicht. Ich bin von der Finanzmark. Ja, dann nennen Sie mich bitte mit dem Nachnamen. Ah, Entschuldigung. Okay. Herr Poschmannsdorfer. Richtig? Ja, ist richtig. Und wer sind Sie jetzt? Und zwar, mein Name ist Tim Schwarz, bin von der Firma Investment. Und zwar, ich habe Ihren Daten bei uns gesehen, Sie haben sich vor einigen Stunden bei uns registriert und ich bin Ihr Kontoberater und ich kann Ihnen gerne sehr helfen, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. So, ja, erstmal, Sie sind eine Firma und rufen mit einer unterdrückten Rufnummer an. Sie können mich gerne nochmal anrufen mit einer Rufnummer. Wie bitte? Sie können mich gerne nochmal anrufen mit einer Telefonnummer, weil Sie übermitteln gerade keine Telefonnummer. Das kann keine Firma sein. Okay, ich kann Ihnen gerne in einer Sekunde wieder zurück anrufen, ja? Natürlich.
Okay, passt. Hallo? Hallo, Herr Poschmann, Sofa. Ich bin's wieder. Ja. Wie gesagt, schönen guten Tag. Mein Name ist Tim. Ich bin von der Firma Investment, also Global Investment. Sie haben sich vor einigen Stunden bei uns registriert und genau, ich kann Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie anfangen können, Geld zu profitieren. Global Investment? Genau. Nee, sagt mir jetzt so gar nichts irgendwie. Wie bitte? Das sagt mir so ganz genau nichts. Also Sie haben sich bei uns registriert, also vor 12 Stunden. Sie haben Ihre Telefonnummer eingegeben, Ihre E-Mail-Adresse. Vor 12 Stunden? Genau. Vor 12 Stunden? Wo war das? Also, wie bitte? Das kann irgendwie nicht sein. Vor 12 Stunden war ich im Urlaub noch. Also am 2.6.2023 um 13.42 Uhr. Ah, das ist vor 12 Stunden, das ist gerade heute gewesen. Das ist heute gewesen, ja genau. Ich habe die Datum nicht gesehen, ja genau. Genau. Also haben Sie Interesse daran, damit ich kann gerne unseren Link Ihnen per E-Mail zuschicken lassen. Wir können gerne zusammen besprechen. Und Sie können gerne ein Paket auswählen. Also wir haben Erstmal möchte ich, bevor ich irgendwelche Pakete auswähle, möchte ich erstmal ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Was wollen Sie wissen? Stellen Sie bitte Fragen, ich kann Ihnen gerne beantworten. Ja, zum Beispiel, wo ist der Sitz Ihrer Firma? Also unser Sitz ist in Wien, Österreich. Wir sind online. Wir arbeiten von den verschiedenen Ländern, von Österreich, Deutschland, Schweiz, Belgien. Ja, und weiter? Genau. Ach, genau. Das war's schon. Was wollen Sie noch mal wissen? Ja, zum Beispiel die Adresse Ihrer Firma. Also, wir haben keine bestimmte Adresse. Wir arbeiten online. Nein, Sie müssen doch als Firma eine Adresse haben. Wie gesagt, wir arbeiten von der Wien, Österreich. Das, ja, dann nennen Sie mir bitte Ihre Firmenadresse in Österreich.